ganz zufrieden mit dem Spiel heute. Viele Tore haben wir gesehen und wie fand ihr das Spiel? Ja, viele gute Sachen. Hat gesehen, dass die Frische wieder da ist. War alles 20% schneller als in den Spielen im Trainingslager, was aber auch normal ist bei dem, was wir da trainiert haben. Deswegen viele gute Sachen, gute Intensität, gutes Tempo. Mit beiden Truppen auch Torraumszenen, Offensivszenen. Defensiv natürlich ein paar Sachen, die wir zu viel zugelassen haben, aber da sind wir ja dran. Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Test, eine gute Spielzeit für alle und eine Mannschaft, die wieder frisch ist, die jetzt auf Level kommt. Mhm. Gibt es jemanden, der Ihnen besonders gut gefallen hat heute? Oder irgendein Teil der Mannschaft? Ja, auf jeden Fall, aber das werde ich euch nicht sagen. Schade. Ja. Generell kann man sagen, sind Sie jetzt, wenn Sie sagen, das Spiel ist besser geworden, sind Sie so linear mit der Vorbereitung dann zufrieden? Ist das im Plan Richtung Sandhausen? Das ist immer schwer zu sagen. Es geht einfach erstmal darum, dass die Spieler in Form kommen, dass sie ihre Verfassung kriegen, dass sie die Fitness bekommen. Das hat man heute gesehen, dass wir jetzt schon auch marschieren können und auch eine gute Intensität spielen können. Aber es ist, wie gut das alles ist, weiß man immer erst danach. Deswegen einfach weiter gut arbeiten, hart arbeiten und dann wollen wir einfach dann sofort gut sein, wenn es losgeht in einer Woche hier im Stadion gegen Sandhausen. Wie sehr fehlt Ihnen denn noch Aaron Hahn zum Beispiel und wie sieht es aus da in der Hinsicht? Ja, Aaron war heute am Ball, ist gestern schon Intervalle gelaufen. Das ist alles in Ordnung, ist halt eine kleine Verletzung. Wünscht sich immer, dass man ganz ohne auskommt, aber wenn man jetzt alles sieht, dann haben wir bis jetzt auch das Quäntchen Glück gehabt, dass die Spieler gut durchgekommen sind. Und hoffen, dass das so bleibt, dass die Jungs gesund sind und dass Aaron auch wieder bald dabei ist. Was werden Sie jetzt die Tage noch machen? Sie sagen, eben Frische ist schon ein bisschen wieder da. Darauf wird es wahrscheinlich ankommen, dass die dann komplett da ist, ne? Ja, aber die kriegst du nicht auf der Couch, sondern dafür musst du schon noch was tun. Morgen regenerieren, dann ist Freitag noch ein freier Tag. Samstag, Sonntag kannst du noch mal richtig belasten. Kannst richtig Spielform spielen. Dann musst du irgendwann mal für Mittwoch aufpassen ab Montag, dass du nicht zu viel machst. Aber wir können schon über die Woche noch hart trainieren. Wie wichtig ist der Start ins neue Jahr? Sehr wichtig, wir wollen sofort gute Spiele machen, wollen sofort gewinnen. Geht nicht darum, dass wir irgendwann mal Ende Februar auf Level sind, sondern müssen in einer Woche wollen wir voll da sein. Das soll man dann noch sehen. Wie hat dir heute die Innenverteidigung von Bonny und Gideon Jung gefallen? Ich möchte nicht auf einzelne Spieler eingehen, gar nicht einfach. Sind wir zwei? Ja, als der Mannschaftsteil der Innenverteidigung. Ja, nein, es gibt ja Sachen, das spreche ich mit den Jungs, das war insgesamt von uns eine schärfere, eine bessere Leistung. Haben trotzdem noch ein paar Sachen drin, ein, zwei Szenen, das wissen die Spieler auch selbst. Manche Sachen muss ich denen auch gar nicht sagen, wo wir es noch besser machen können. Aber insgesamt war das von allen, die heute gespielt haben, in Ordnung. Eine gute Haltung dazu gehabt und gut gespielt. Vielleicht könnten Sie ein bisschen was zur körperlichen Verfassung von Jürgen nach der Verletzung sagen und wie Sie ihn so jetzt einschätzen. Einfach seine körperliche Verfassung in Richtung Start einschätzen. Ja, 70 Minuten gespielt heute. Genau, das sagt ja eigentlich schon vieles aus, dass er 70 Minuten spielt, dass er auch in der Formation war. Wir haben ja relativ lange gewartet, haben letztes Jahr schon aufgebaut. Er hat jetzt ganz leicht mal muskulär was gemerkt, dann haben wir ihn eher aus Vorsicht ein bisschen rausgenommen. Aber ihr wart ja auch oder habt das Trainingslager ja zum Teil gesehen und miterlebt. Das heißt, er ist fit, er kann spielen und dann schauen wir mal, wie wir es dann machen nächste Woche. Wie denken Sie es bei Hand? Was Sie eben gesagt haben, klingt ja sehr positiv. Ich gehe davon aus, dass er gesund wird. Ob er dann von Anfang an spielen muss in der Situation, das wird man sehen. Aber ich gehe davon aus, dass er nächste Woche Mittwoch gesund ist und irgendwann vorher wieder einsteigt. Richtung Montag, Dienstag ins Mannschaftstraining. Das hieß dann auch, dass er dabei ist, was uns natürlich sehr freuen würde. Herr Wolf, Sie wollten nicht über einzelne Spieler reden, aber Sie haben Ito das erste Mal im zentralen Mittelfeld spielen lassen. Was macht ihn interessant für diese Position? Insgesamt finde ich, war das jetzt eine Möglichkeit. Und Tatsu hat schon Fähigkeiten, da mit dem kurzen Weg zum Tor da was zu machen. Und das passt zu dem Raum. Dafür muss man ja auch wie auf allen Positionen alles mitmachen und das macht er. Und deswegen ist das alles in Ordnung. Wenn Sie sagen, morgen ist Regeneration, heißt das, dass wir kommen nicht raus. Was denn? Wir kommen nicht raus. Wir kommen nicht raus. Wir kommen nicht raus. Wir bleiben dran. Haben wir heute alle über 60 Minuten gespielt. Klar. War für Sie eigentlich ganz cool, so mit 135. Ja, genau so wollten wir es haben. Das ist nicht jeder 90, aber so. Eine Halbzeit ist zu wenig, genauso war es gut. Ja. Und 2x45 wäre schon unglücklich, weil dann spielen welche 20 Minuten. Ja. Wir müssen dann die erste Elf natürlich auch länger spielen lassen, deswegen war es genauso perfekt. Ja.